gleich ein Foto machen, was ungefähr so aussieht, wie ich jetzt hier gerade. Das sieht so unglaublich cool aus. Und das Einzige, was er macht, ist ja, fotografisches Konfetti. Ich habe es wie immer etwas eilig und wir müssen noch schnell ein paar Utensilien zusammensammeln für das, was wir heute vorhaben. Und zwar möchte ich gleich ein Foto machen, was ungefähr so aussieht, wie ich jetzt hier gerade. Das Hauptmotiv, also ich komplett hell, der Hintergrund komplett dunkel. Nur das Hauptmotiv wird nicht ich sein, sondern eine Libelle, eine Pechlibelle, um genau zu sein. Die habe ich letztes Wochenende entdeckt und die hat eine ganz, ganz coole Eigenart, von der ich vorher noch nie was wusste. Und die wollen wir heute herausarbeiten. Das Problem ist nur, dass der Hintergrund vor Ort natürlich nicht schwarz ist. Deswegen müssen wir uns unseren eigenen mitnehmen. Und ich glaube, diese Isomatte hier könnte einen schönen Hintergrund abgeben. Auch wenn jetzt gerade die Sonne wieder anfängt zu scheinen, nehmen wir trotzdem die hier mit. Eine kleine Kopflampe. Denn das Wetter ist sehr, sehr unbeständig. Und ich glaube, dass wir ein kleines bisschen Licht brauchen werden. Man muss dazu wissen, letztes Wochenende war der zeitweise Makrokurs hier in Hessen. Hat total viel Spaß gemacht, ganz liebe Leute, und wir hatten auch wirklich Glück mit vielen Motiven, unter anderem eben mit Libellen. Das war zwar geplant, aber was ich nicht auf dem Schirm hatte, war, dass diese Pechlibellen rot leuchten, wenn die Sonne auf sie fällt. Fand ich ein total spannendes Phänomen, das habe ich vorher noch nie gesehen, weder auf dem Foto noch in live. Und ja, habe das dann als Anlass genommen, da auf jeden Fall nochmal hinzufahren. Ich war bereits nochmal da, zusammen mit dem Chris Kauler. Der wird da auch ein Video zu machen. Das kommt aber wahrscheinlich erst in ein paar Tagen. Dann könnt ihr da auch mal vorbeigucken. Und jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal wieder hin, alleine. Denn das letzte Mal hatten wir zwar einen relativ dunklen Hintergrund, denn da stehen Kiefern in der Nähe, aber keinen komplett schwarzen. Und den haben wir ja jetzt im Gepäck, wie ihr wisst. Okay, wir sind an der Stelle angekommen. Das einzige Problem jetzt gerade ist, dass ich heute Morgen und heute Vormittag die ganze Zeit zu Hause gesessen habe und darauf gewartet habe, dass es aufhört zu regnen. Und dementsprechend später hier bin als in den letzten Tagen. Und hier direkt an der Stelle, wo ich die Libellen fotografieren möchte, das ist hier, ist ein Wald. Und jetzt ist die Sonne schon so weit rumgewandert, dass sie eben hinter dem Wald ist. Das heißt, die Flecken, wo jetzt noch ein kleines bisschen Licht ist, sind sehr, sehr klein. Aber sie sind noch vorhanden und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir eine Libelle finden, die auch noch in der Sonne sitzt. Denn ich glaube, im Schatten wird das nichts mit den roten Reflexen. Ich habe eine gefunden und ich zeige euch jetzt erstmal, wie unglaublich unscheinbar die sind. Also erstmal sind sie sehr schwer auszumachen, da die wirklich gute Tarnfarbe haben. Man sieht ganz, ganz dezent auf der linken Flügelseite, dass sie anfängt rot zu leuchten, wenn man genau im richtigen Winkel zwischen Libelle und Sonne steht. Da wir uns hier in einem Schutzgebiet befinden, möchte ich es jetzt dringend vermeiden, meine schwarze Matte und den Hintergrund irgendwo da in die Wiese zu stellen und da womöglich irgendwas platt zu trampeln. Deswegen habe ich mir hier gerade diesen Weg angeguckt, eben zwei Spuren, und in der Mitte sind auch ein paar Libellen. Deswegen habe ich jetzt extra mein Stativ mitgenommen, um damit den Hintergrund aufzubauen, und dann fotografiere ich jetzt einfach die Libellen, die hier auf der Mitte sind. Mal wieder, so häufig wie in letzter Zeit schon, fotografiere ich mit einem Makro, einem Zwischenring und einem Zweifachkonverter, um eben einen möglichst großen Abbildungsmaßstab zu erreichen. Denn ihr habt das eben im Video gesehen, das Rot ist jetzt wirklich sehr, sehr klein in den Flügeln und da muss ich jetzt irgendwie nah rankommen, und das geht hiermit wirklich ideal, und es hat auch den Vorteil, dass ich eben nicht ganz so nah ran muss, da ich ja jetzt hier schon 200 mm Brennweite habe. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir was hinkriegen. Das sieht so unglaublich cool aus. Wahrscheinlich könnt ihr so gerade überhaupt nichts erkennen. Deswegen versuche ich jetzt mal, auch wenn ich wahrscheinlich sehr zittern werde, euch das hier oben durch die Kamera zu zeigen. Denn solche roten Farben, das habe ich noch nie gesehen. Das ist unglaublich. Oh, das Wetter ist doch noch gnädig. Die Sonne kommt immer wieder raus und wirft hier so kleine Lichtflecken auf dem Bereich, wo die Libellen sitzen. Das ist wirklich perfekt, denn dadurch brauche ich plötzlich auch nicht mehr den schwarzen Hintergrund. Denn die dunklen Bäume, die im Hintergrund im Schatten liegen, sind im Verhältnis zu der Libelle so dunkel, dass ich das gar nicht mehr brauche dieses Mal, was wirklich cool ist. Ja, ich habe jetzt hier eine Stunde oder sowas, würde ich sagen, fotografiert. Es ist doch nicht ganz so einfach. Man hat zwar ein paar Ideen im Kopf, aber die dann umzusetzen, ist verdammt schwierig, denn es windet sehr stark und in diesem ganz, ganz kleinen Bereich, in diesem Makrobereich, da reicht irgendwie ein Millimeter vor und zurück, sodass das Bild nicht mehr aussieht, weil dann irgendwas Falsches scharf ist oder nicht mehr scharf ist. Oder naja, ist es auf jeden Fall ein ziemliches Draufgewämse. Aber es macht auf jeden Fall total viel Spaß. Es sind viele Libellen da und die lassen auch einiges mit sich machen. Also das ist nicht so, dass die irgendwie schon auf 5 Meter abhauen, sondern man kommt da schon so auf, weiß nicht, 20 Zentimeter oder so schon ran.
Deswegen, wenn ihr das jetzt seht und sagt, boah, cool, irgendwie Libellen möchte ich auch mal fotografieren, dann ist jetzt im Moment auf jeden Fall genau der richtige Zeitpunkt. Es sind super viele draußen unterwegs und gerade irgendwie in der Nähe von so kleineren Gewässern, in solchen Wiesen, sitzen die überall und mit einem kleinen bisschen Ruhe kommt man auch schön nah an sie ran. Während ich mich wieder in die Wiese schmeiße, zeige ich euch jetzt mal ein paar Fotos, die hier jetzt gerade heute entstanden sind und aber auch schon vor 2 Tagen, damit ihr überhaupt mal so ein bisschen seht, was macht der Junge hier überhaupt in der Wiese. Okay, jetzt habt ihr die Bilder gesehen und ihr denkt entweder, oh Mann, mit dem Typen ist ja wirklich nichts mehr anzufangen, der hat es ja wirklich nicht mehr alles stramm. Da sitzt eine schön angeleuchtete Libelle und das Einzige, was er macht, ist fotografisches Konfetti. Oder ihr denkt, ach Mensch, schöne Farben, schöne Formen, gefällt mir. Ganz egal, wie euch die Fotos gefallen, ich glaube, diese Stelle hier ist gut, um mal 2 Punkte klar zu machen. Und zwar habe ich neulich einen Nachbar getroffen, der hat mich über ein paar Wochen lang jeden einzelnen Abend dabei beobachtet, wie ich losgestiefelt bin, um immer an die gleiche Stelle zu gehen und Fotos zu machen. Und der hat mich eben gefragt, sag mal, so ein bisschen verrückt muss man dafür aber auch sein, oder? Und dann habe ich darüber nachgedacht. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das in diesen Videos vielleicht manchmal falsch rüberkommt. Da sieht so aus, als ob wir eine gute Idee haben, uns die Kamera schnappen, losrennen, wiederkommen, ein gutes Foto im Kasten haben und happy sind. Ganz häufig ist es aber natürlich nicht der Fall und in den allermeisten Fällen laufen wir draußen rum, ohne auch nur irgendwas zu fotografieren. Das heißt, sowas hier ist im Prinzip nur der Anfang. Eine Stelle zu haben, da schon 2-mal gewesen zu sein, 3. Mal hinzufahren, 4. Mal hinzufahren. Ich glaube, wenn ich jetzt hier 20 Mal hinfahre, dann hat man doch irgendwann noch ein Foto im Kasten, von dem ich jetzt gerade noch gar nicht weiß, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Deswegen, ich glaube, Ausdauer lohnt sich. Ich glaube, verrückt sein lohnt sich, um einfach immer wieder dran zu bleiben und vor allem das Allerwichtigste, nicht den Spaß daran zu verlieren, indem man irgendwie meint, man müsste produzieren und sich davon runterziehen zu lassen, dass man vielleicht mal einen Tag nichts dabei hat oder auch eine Woche lang. Also um die Frage zu beantworten, ja, wahrscheinlich schon, ein kleines bisschen, aber sind wir das nicht alle. Und um jetzt nochmal auf den Bildstil zurückzukommen, glaube ich, dass es sich auch einfach lohnt, mal in Anführungsstrichen verrücktere Sachen auszuprobieren, anstatt immer Dingen nachzueifern, die im Internet irgendwo einem vorgelebt werden. Wenn man eigene Ideen hat oder irgendwie Vorstellungen davon, wie ein Bild aussehen sollte, ganz egal wie verrückt es ist, dann sollte man dem nachgehen. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß beim Rausgehen, beim selber machen, beim selber verrückt sein und beim draußen in der Natur sein. Macht's gut!